So, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute würde ich sagen, machen wir eine kleine Premiere, denn ihr werdet es nicht raten, wer mit am Start ist. Er fliegt zwar nicht aktiv mit, aber er kann mitreden und auch mit zugucken. Das heißt, er wird sozusagen am Fernsehen oder am Monitor ein Live-Kommentator sein. Ich würde sagen, geben wir ihm doch mal kurz das Wort, dass er sich auch vorstellt. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier bei Let's Play von Egon. Und ihr kennt mich natürlich auch aus unserem Let's Play Together. Ich bin die Nacheule. Prominenz hier, und wir sehen schon, er steht hier schon bereit mit seinem Flieger und wird sich in wenigen Momenten in Bewegung setzen. Und ja, soviel zu meiner Kommentatorrolle. Genau, so darf ich vorstellen, der Aircrane. Ein Schweizer Produkt. Wir sind zwar in Ösiland, aber das soll uns jetzt nicht weiter beunruhigen. Hier sehen wir den Aircrane der Marine mit einem schicken Container drunter. Wird natürlich im Zivilen auch genutzt. Als Transportflieger zum Beispiel für Holzfällerarbeiten, sprich Baumstämme. Wenn ihr euch Dokus anguckt, dann seht ihr die Teile. Aber darum geht es heute nicht. Wir stellen, oder ich, oder wir, wie auch immer, stellen heute mal den Flughafen Innsbruck vor. Es bist du. Was? Wo? Wer? Wer ist hier wo? Du darfst, es ist, du stellst es vor. Ja, ich stelle es vor, genau. Nacheule wird kommentieren, was er sieht. Und sicherlich auch ein, zwei gute Sprüche auf Lager haben. So, wir werden mal hoffen, dass heute dieses Let's Play halbwegs was wird. Es wird kein langes Let's Play, da wir ja nur eine Runde um den Flughafen drehen werden. Vielleicht mal ein Stück die Schlucht hoch und runter schruppen. Und werden mal gucken, wie sich dieser Vogel in der Luft fällt. Denn so richtig getestet habe ich diesen Flieger oder den Hubschrauber auch noch nicht wirklich. Auf alle Fälle sieht er recht schwer aus. So, wir werden jetzt einfach mal den Helikopter starten. Wir werden uns ins Cockpit reinsetzen. Wie wir sehen, sehen wir nichts. So, jetzt sehen wir was. Mal ein bisschen die Nase hochziehen. Werden mal das Bild ein wenig justieren und fixieren. Cockpit, schauen wir uns das mal eben kurz an. Sieht sehr übersichtlich aus. 100.000 Knöpfe, 100.000 Anzeigen. Keiner weiß, was es ist, aber wir kommen voran. So, schnell ist er auch. Werden wir doch mal uns einfach mal eine Runde um die ums Flughafengelände bewegen, sprich um die Terminals. Oh, Gottes Willen, ist die Kiste schwerfällig. Wie gut, dass ich nur zugucke und nicht drin sitze. Ja, ich glaube, du bräuchtest schon einen Spuckbeutel. Denn ja, die geht vielleicht. Ab, die, meine Fresse geht die ab. Uiuiui. So, aber wir kriegen das wie immer. Ja, wir kriegen ihn wie. Ja, wir haben ihn wieder. Oh, da sehen wir einen Zug. Ob wir den kriegen? Ich glaube, der Zug kriegt uns eher. So, jetzt haben wir sie wieder ein bisschen stabilisiert. Also, schauen wir uns das doch mal von oben ein wenig an. Da sehen wir ein paar Busse. Da wird Nacheule, glaube ich, gleich ganz feuchte Fingerchen kriegen mit seinem Bus-Simulator. Nein. Nein, sagt er. Nein. Also dann kriege ich eher feuchte Finger bei der Bimmelbahn da unten, aber. Bei der Bimmelbahn, das ist ein Güterzug gewesen, mein Freund. Das Graue ja. Kreuz ist auch anwesend. Also wie gesagt, wir befinden uns hier in der Schlucht von Innsbruck. Ösiland, ja, jetzt können sich natürlich unsere Geografen unter uns ein wenig dazu äußern. Leider haben wir keinen hier am Start. Oder die Nacheule kann uns vielleicht was über Innsbruck erzählen. Hat da bestimmt Erfahrung. Nein. Oh, ist ja mau. Jeweils sehen wir da, ich hätte beinahe gesagt, den Brennerpass, aber ich glaube, wenn ich jetzt sage, das ist der Brennerpass, da hauen mir einige ganz schön mächtig gewaltig auf die Finger. Dann wirst du gleich disqualifiziert. Das glaube ich auch, ja. Auf jeden Fall sieht die Brücke, das ist natürlich ein Teil der Szenerie, sieht die schon mal phänomenal aus. Ich weiß allerdings nicht, ob die auch so gut dargestellt ist. Im normalen FSX-Format, aber ich glaube wohl eher nicht. Da unten sehen wir einen Güterzug. Denke ich auch nicht, dass es so ist. Ja, ne? Man sieht da ein paar Autos, ein paar schwarze Flecke. Der Bahnhof ist sehr schemenhaft zu erkennen, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Also was ich wirklich sehr schön finde bei den ganzen Aerosoft-Flughäfen und Szenerien, dass da auch wirklich dann nicht nur der Flughafen bearbeitet wird, sondern auch das Umland. Also das ist wirklich so ein riesen Pluspunkt für Aerosoft. Guck mal, die Skischanze von Innsbruck. Ich kriege ja die Krise, ob man da einen hüpfen sieht, aber wir haben Sommer, ne? Ja, das ist, glaube ich, jetzt. Wir werden mal eine kleine Runde rumdrehen. Ich bin ja entzückt bis begeistert. Das sieht doch richtig fetzig aus. Kriegt ihr das mal an? Nicht schlecht, ja. Also ihr merkt schon, wir sehen das jetzt ja auch zum ersten Mal. Das sieht wirklich gut aus, ja.
Da kann man echt nicht meckern. Also da fällt mir jetzt auch geradezu nichts ein. Spuckbeutel bereithalten, es wird schaukelig. Ja, Aber ich brauche schon längst einen 10-Liter-Eimer, aber. mich beunruhigt bloß gerade die roten Lämpchen, die da unten siehst in der Kontrollanzeige. Ich weiß nicht, was sie zu bedeuten haben. Entweder haben wir zu wenig Treibstoff oder zu wenig Öldruck oder irgendwas, aber solange wir in der Luft sind, bin ich beunruhigt. Ohne Ende. Es wird. Wie wir auch sehen können, die Berge sind eigentlich sehr schön gehalten. Ich muss sagen, im normalen FSX hast du die Berge nicht so schön drin, ne? Kann das Nee, sein? also es ist wie gesagt mit Aerosoft, dass die überarbeiten die Szenerie auch so extrem. Und die sieht wirklich am Vorbild, das sieht eigentlich immer danach richtig Hammer aus. Also da kann man wirklich keine Vorwürfe machen. Ja, da sehen wir jetzt mal aus der Tower-Perspektive den Helikopter. Ist natürlich ein ganz schön gewaltiger Vogel. Was allerdings, weil ich dazu sagen muss, ich habe es bis jetzt noch nicht getestet, ob die Container sich bewegen lassen. Weil du kannst, ich werde mal versuchen, eine Bruchlandung mit der Kalesche hinzulegen, weil mir ist aufgefallen, du kannst dich auch hinten reinsetzen. Und aus der Perspektive des Kranführers, sage ich mal in Anführungsstrichen, was da ein bisschen zu handeln. Also sprich, du kannst auf jeden Fall fliegen aus seiner Perspektive. Das habe ich schon mal rausgesehen. Oh, Mädels, mach das Licht an. Danke. Wie wir sehen, das da, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also landen ist mit der Kiste echt sportlicher Mehrkampf. Oh, Mädels. Ja, gut, okay, so viel dazu. Ja, also Freunde, wir haben eine Bruchlandung hingelegt. Da tut uns nur wahnsinnig leid. Die Landung war nicht gerade das, was wir eigentlich wollten. Wie wir sehen, er lädt jetzt nach. Wir werden wieder Ja. auf dem Startpunkt stehen. Würde ich sagen, wenn er fertig geladen hat, dann beenden wir auch dieses ganz kurze Let's Play. Das war einfach mal ein kleiner Spaß von unserer Seite. Wir haben es einfach mal zu dritt geführt. Und ein wenig habt ihr gesehen, aber wir werden es sicherlich nochmal bei Gelegenheit, wenn ihr es wünscht sogar, den Flughafen anfliegen, dann sicherlich auch eine Ehrenrunde drehen, weil mit dem Flugzeug, denke ich mal, werden wir bessere Chancen haben, eine ordentliche Landung zu kriegen, im Gegensatz zum Hubschrauber. Ja, genau. Also Hubschrauber kann auf jeden Fall Egon besser fliegen als ich. Ich Oh, komme warum damit starten wir? über. Ich habe gar keinen Schub gegeben, aber das ist natürlich auch eine ganz lustige Geschichte. Ich komme mit Heli überhaupt nicht klar. Aber gut, dann hat er jetzt auch fertig geladen und dann, Und einen neuen ja. Crash hingelegt. Wir sind gerade in der Erde versunken. Das liegt garantiert daran, dass wir uns im Gletschergebiet befinden und doch recht schnell am Abstürzen sind. So, ich würde vorschlagen, wir beenden die ganze Nummer jetzt. Das macht hier keinen Sinn. Wir sind gerade wieder abgestürzt. Und warum auch immer, jetzt steigt er schon wieder. Aber ich habe Schub gegeben. Aber wir werden das Ding erstmal ganz schnell beenden, bevor wir hier, oder ich drücke einfach mal Pause. So. Dann gucken wir uns mal den Helikopter kurz von draußen an, damit wir nicht ganz sinnlos die Zeit jetzt verschleudert haben. Wie wir sehen können. Ach, guck mal, das ist ein begehbarer Container. Ist das deine Wohnung, die ich da mit mir rumschleppe? Ich weiß das gar nicht. Ist das deine neue Wohnung? Ja, ne? Könnte Nein, ich sein. glaube nicht. Nein, meinst du nicht? Auch guck mal, du hast da Fenster, so einen schicken Bullaugen. Obwohl, Ja, Junge. aber ich mag mein Zuhause trotzdem mehr als Bullaugen irgendwo an der Wand. Ja, nee, aber wie gesagt, also ich sag mal, der Helikopter ist natürlich eine feine Sache. Der bedarf auf alle Fälle Übung zum Fliegen. Da ist die Bell UA-1D oder die Augusta Wendland, die wir im FSX drin haben, natürlich wesentlich leichter zu handeln. Und es bedarf Übung. Sobald ich ein bisschen mehr Übung habe, werde ich euch die auf jeden Fall noch ein wenig genauer vorstellen. Und wie gesagt, wie ich schon erwähnte, in unserem nächsten Let's Play werden wir dann sicherlich auch den Flughafen Innsbruck, wenn ihr es wünscht, einmal anfliegen oder mehrfach anfliegen, wie auch immer. Und dann werden wir sicherlich auch ein wenig mehr von diesem Flughafen zu sehen bekommen. Na, je nachdem, wie wir dann da so irgendwie um die Ecke kommen, sozusagen. Na, irgendwann werden wir bestimmt wieder Richtung Deutschland fliegen und Ja. dann werden wir eine Zwischenlandung sicherlich auch in Innsbruck mal machen. Denn wir können ja noch ein wenig weiter in Europa herumreisen. Wir können auch uns Richtung Norden bewegen, so die isländische Ecke oder so. Norwegen, ja stimmt, das wäre vielleicht Da auch mal was, gibt's ja. es ja auch noch so einiges. Und da gibt es sicherlich auch ein, zwei Flughäfen, auf denen es sich rentiert zu landen. Zum Beispiel Reykjavik oder, Oslo. na, Oslo weiß ich nicht, aber Reykjavik weiß ich, da gibt es einen schönen Flughafen, der, nicht Reykjavik. Kefalos oder wie sich der Flughafen nennt, ist in der Nähe von Reykjavik. Der ist sehr schön, der ist optisch sehr schön, da bin ich auch schon gelandet. Der ist
Ja, wie Frankfurt so ungefähr. Also das ist richtig Hammer, das Ding. Lässt sich auch gut Okay. fliegen und ja. Oder eben Na Athen, gut. wie in den letzten Video. Dann dürfen wir gespannt sein, was wir dann noch für euch geplant haben. Und das war jetzt aber natürlich hier das Let's Play von Egon. Ich habe jetzt hier nur aus Langeweile einfach mal ein bisschen mitgesprochen, damit auch mal ein bisschen Action hier reinkommt. Ich glaube, es war eine Bruchlandung, überlebt keiner mit der Kalesche und ich denke mal, es war Action genug für die Runde. Das glaube ich allerdings auch. Und dann verabschiede ich mich und erteile das Schlusswort an Egon. Und wir sehen uns dann im Let's Play together. Oder Am hören uns dann. genau am Wochenende. Was Ja. allerdings auch von meinem Kanal aus laufen wird, um es gleich nochmal zu sagen, damit es keiner vergisst. So war es ja jedenfalls abgesprochen, außer nach Euler hat einen anderen Plan auf Planlager. Oder? Ja, das werden wir dann sehen und bis dann. Auf Wiedersehen. Genau, so, ich werde jetzt auch die Runde denn mit einem freudigen Heurido verabschieden. Und wir sehen uns, hören uns, fliegen zusammen denn entweder bei unserem Livestream oder ihr seht und hört uns ja dann auch jetzt nochmal am Wochenende, wenn wir unser Let's Play, die Europatour weiterführen. Und würden uns freuen, wenn ihr wieder zahlreich erscheint und uns ja auch zahlreich beehrt. Ne? Alles klar, bis dahin denn, euer Egon und. Und die Nacheule. Bis dann. Genau. Bis dann und auf Wiederhören, auf Wiedersehen und tschüss. Bye bye.